Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Adventskalender-Video. Es ist schon spät, die Adventszeit ist eigentlich vorbei, aber ich möchte euch trotzdem dieses Video zeigen, denn es wird ein Video in zwei Teilen geben, also diesen Teil und den nächsten. Denn ich muss euch noch drei Videos geben für das Adventskalender auf YouTube geben. Und deswegen machen wir heute ein Video, wo ich euch die restlichen Türchen vom Horsebrand Adventskalender zeige. Also ich weiß jetzt nicht mehr die exakte Reihenfolge von den Sachen. Nur ich habe hier die Helmtasche, die wir schon gesehen haben im ersten Türchenvideo. Und ich habe da drin ein paar Sachen gesteckt. Ich muss jetzt schauen, welche Sachen ich euch noch nicht gezeigt habe. Weil, oh Gott, nee, da ist etwas schief gegangen. Ja toll, okay. Etikette ist ab. Super. So, ich habe hier die ganzen Sachen, die ich in den letzten sechs Türchen hatte, also bekommen habe. Aber eins ist leider zu Hause geblieben, also verblende ich es euch hier oben. Und ja, ich weiß jetzt echt nicht mehr die Reihenfolge der Sachen, außer Türchen 24, weil das ist ja klar. Aber auf jeden Fall hatten wir dann in einem Türchen Socken, Kuschelsocken. Und ich muss sagen, die sind so, so kuschelig und warm und so weich. Schaut euch das mal an. Ich finde solche Socken einfach nur geil. Ich benutze sie auch gerne zum Reiten, muss ich zugeben, weil die echt warm sind und so im Winter ist es immer sehr nützlich, warme Füße zu haben. Besonders wenn man absteigt. Wer reitet, weiß es. Und ja, ich freue mich auf diese Söckchen. Ich habe auch schon eine Nacht damit geschlafen, also super. Ich liebe diese Socken. Dann nützlich im Winter, da es sehr früh dunkel wird, haben wir im nächsten Türchen einen. Oh, ist es umgekehrt? Nee, ist richtig. Ein Licht, so eine Stirnlampe. Und ich habe sie auch schon aufgeladen, weil ich sie dann hier im Stall behalte, bis sie dann irgendwann wieder laden muss. Und sie macht sehr viel Licht. Wartet. Sie hat drei Modusse, also drei, also eins, zwei, drei. Ich finde es sehr, sehr bequem, weil man kann es auch über die Mütze oder über dem Helm tragen mit diesem Band hier. Es ist sehr, sehr bequem und sehr nützlich, wenn man sehr spät in den Stall kommt und einfach nichts mehr sieht. Ich sehe hier meistens nichts mehr. Deswegen sehr praktisch. Dann gab es eine Bürste, die es schon im ersten Adventskalender gab, das ich je gekauft habe, und zwar eine Magic Brush. Nur dass diese hier soft ist und meine andere hart ist. Ich glaube schon, weil man spürt es schon, dass diese hier sehr, sehr weich ist. Also sehr weich. Und ja, ich finde Magic Brushes mega nützlich, weil damit geht einfach fast alles raus. Auch zum Pferdewaschen ist sie sehr, sehr gut geeignet, weil damit kann man sehr gut das Fell massieren und ich finde es einfach nur toll. Also eine 10 von 10. Bleiben wir beim Pferdeduschen, denn es gab ein Shampoo und das ist ein silikonfreies Shampoo. Es riecht nach Babyshampoo. Wirklich, es ist gleich wie Babyshampoo. Auf jeden Fall wird es bei mir sehr, sehr lange dauern, weil ich wasche Amira vielleicht zweimal im Jahr. Also nicht wirklich nützlich für mich. Aber ich finde es eine gute Sache, wenn man immer mal wieder ein Shampoo dabei hat, weil wenn man die Pferde so im Schlamm wälzen sieht und sich dann so denkt, so, aha, du
lauschen wir mal. Ja, ist mir auch schon passiert, dass das erste Mal, als ich Amira im Stall besucht habe, als ich sie gekauft habe, da war sie sehr, sehr fröhlich und hat sich einfach in einer Matschpfütze komplett eingesaut. Das war unglaublich. Nur da war es Winter, genau wie jetzt, und ich konnte sie nicht waschen. Wir hatten kein Solarium, also einfach mit der Bürste drüber, mit dem Metallstriegel da. Und ja. Letztes Türchen natürlich, seht ihr gerade hier im Hintergrund. Ich bin verliebt. Ich bin einfach nur verliebt. Eine wunderschöne Schabracke. Und ja, ihr seht richtig, es ist eine Dressurschabracke, weil ich einfach zu spät gekommen bin und es keine Vielseitigkeitsschabracke mehr gab. Also habe ich einfach eine Dressurschabracke genommen. Und so sieht sie aus. Super schön. Ja, und hier mit den Eskadron-Zeichen hier. Den ganzen Glitzer. Leute, es glitzert so sehr. Ich finde es einfach nur geil. Und es hat hier diese Anti-Rutsch-Dinger hier. Die finde ich auch immer sehr, sehr, sehr praktisch. Da war ein Steinchen los. Und ja, ich finde sie mega, mega hübsch. Die wird auf jeden Fall nicht hier im Stall bleiben, weil ich es schade fände, wenn sie dann kaputt geht. Ich habe auch gerade hier die vom letzten Jahr, die vorletzten Jahr. Und ich finde sie einfach mega hübsch. Ich freue mich so. Und es ist mir voll egal, ob es eine Dressurschabracke ist oder eine Vielseitigkeitsschabracke. Ist mir egal. Aber ja, ich finde die einfach mega hübsch und das muss einfach sein. Und sie hat hier auch diese Dinger, die man abmachen kann. Also von der Schabracke kann man komplett abmachen. Finde ich auch sehr, sehr bequem. Aber ja, das war jetzt das letzte Türchen. Ich stecke jetzt die Schabracke mal wieder in ihrer Tüte. So ihr Lieben, und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut und schöne Feiertage.